Auf jeden Fall stark. Call hier auf jeden Fall auch haben. Und damit würde ich sagen, Olli, ey, ich bin extrem, extrem hyped. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Part. Und damit würde ich sagen, ich glaube, du hast das Mic. Yes, let's go. Safe. Yes, entspannt auf jeden Fall. Danke für die netten Worte, Sophie. Ich weiß, ich kenne dir das, wenn in der Schule irgendwas richtig gemacht hat und auf einmal die Lehrerin sagt so, ja, Olli hat alles richtig gemacht, Joseph hat alles richtig gut gemacht. Und ihr denkt euch so, okay, stell mich nicht so in den Vordergrund. So fühle ich mich immer ein bisschen so bei Edifines immer crazy, aber ich bin auf jeden Fall dankbar, weil ja, es berührt immer mein Herz so, wenn, ja, vor allem Sophie, eine Person, ich sag mal, sie hat für mich das Edifine krass gemeistert. So, ich habe, glaube ich, selten eine Person gesehen, die mir so viel Herz edified wie Sophie. Das heißt, wir können uns alle wirklich dankbar schätzen, Sophie hier als Lehrerin zu haben. Dass sie sich ja für jeden Zeit nimmt, für jeden Herz und für jeden, sag ich mal, immer da ist und ist auf jeden Fall krass, weil ich ja der Meinung bin, dass wir in ganz BRB absolut blessen. Ich glaube, Frankfurt war der Beweis dafür. So, jede Person ist herzlich. Jede Person ist einfach für jeden da. Jede Person hilft weiter. Und ich bin mittlerweile einfach überwältigt zu sehen, was einfach möglich ist in der Culture. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr schaut so in die Gesellschaft und auf einmal checkt ihr so, hey, okay, crazy, die Menschen so negativ. Ihr trefft euch mit irgendeiner Person so richtig random, redet ein bisschen mehr, verbringt ein bisschen Zeit mit der und ihr merkt, okay, hier, das ist kacke, Inflation, alles wird teurer, Job, keine Ahnung, hier, Mieten werden immer teurer. Irgendwas, so, also diese Negativität herrscht die ganze Zeit und ihr kommt dann aber in dieses Umfeld in einem, kommt auf Teamcalls, ihr callt mit Leuten von hier, ihr seid auf Events und ihr checkt auf einmal, okay, erstes Gefühl, voll dieser Unterschied. Es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, so wie die Culture ist, wie die Menschen reden, wie sie drauf sind und sage ich ganz ehrlich, wir sind blessed. Wir sind zum einen blessed mit dieser Möglichkeit, deswegen verstehe erstmal, dass wir hier ein Blessing haben, wenn du das Ganze richtig nutzt. Und vor allem danke erstmal der Person, die dir das Ganze gezeigt hat, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ich eine Person dachte, hey, schau mal, ich zeige dir das Ganze. So, ich sage euch ganz ehrlich, so hätte ich mich damals gesehen, als ich das Ganze ausprobiert habe, ich hätte es mir nicht empfohlen. Ich hätte es mir gar nicht empfohlen. So, wenn ich zurückdenke, was ich damals gemacht habe, was für eine Person ich war, was für eine Persönlichkeit war, ich war. So, ich hätte es mir damals nicht gezeigt, bin ich ganz ehrlich. Aber daran sieht man einfach, naja, prejudge. So, weil teilweise die krassen Leute in diesem Business sind die Leute, wo man es am Anfang gar nicht erwartet hat. So die krassen Leute in meinem Team allgemein sind so mittlerweile Leute, von denen ich persönlich niemals erwartet habe, hey, dass sie das Ganze reißen können. Sonst ist crazy. So, deswegen bin ich zum einen absolut dankbar, dass die Person, die mir das damals gezeigt hat, auch zum anderen richtig flash, so, weil hier diese Entwicklung dahinter steht. So, ich habe Personen von keinem Punkt A zu Z gehen sehen, sich so krass entwickeln können und wirklich sehen. Und es ist einfach crazy, was für ein Blessing wir haben. Das heißt, realisiere erstmal, was für ein Blessing wir haben. Weil was für eine Chance wir haben, weil es ist nicht selbstverständlich. Aber was wirklich krass ist, wir reden, das ist die erste Sache, die wir hier gesehen haben. Und zwar 95% der Menschen verdienen 5% des Geldes, 5% der Menschen verdienen 5% des Geldes. So, und Leute starten einem und denken sich, krass, Mann, ich bin die 5%. So, aber es, also ich weiß gar nicht, wie oft ihr es in letzter Zeit gehört habt. Genau dieses 95%, 5% gibt es hier auch. So, und das ist völlig normal. Und woran liegt das? Woran liegt das? Weil 5% der Menschen das tun, was 95% der Menschen nicht machen. Also ich sage immer, observe the mass, do the opposite. Schau, was die Masse macht, mach genau das Gegenteil. Das ist crazy, weil wenn ich sag mal ehrlich, wenn ihr den Rat hört, der Menschen, die durchschnittlich sind, weil wenn wir ehrlich sind, 95% der Menschen sind nicht erfolgreich. Sie sind durchschnittlich. Wenn wir nur auf den Rat von diesen Menschen hören, was wird passieren, werden ein durchschnittliches Leben führen. Ich habe letztens ganz funny mit einer Teampartnerin gesprochen und sie hat einen Onkel, der ist nicht so gut für dieses Business, sage ich mal. Wir haben auch denen das Ganze gezeigt und wir haben richtig detailliert genau gezeigt, wie Trading funktioniert, wie du profitabel sein kannst. Kennt ihr diese Tabelle, du brauchst so eine Gewinnquote von 60%, dann noch ein CRV von 1:3 und wir haben uns gezeigt, hey, schau mal, das Ganze ist berechenbar, also, ja, man, das ist wie Casino. Und wie habe ich das damals mal erklärt, der hat es nicht gecheckt, aber am Ende war dieser Onkel, der Mutter erklären sollte, hey, sie darf es machen oder nicht. Und wisst ihr, was crazy ist? Da habe ich gefragt, hey, ist dein Onkel eigentlich erfolgreich oder wieso darf er diese Entscheidung treffen? Sie sagt so, der wohnt auf dem Campingplatz. Und ich so, okay, Bro, dann sagt deine Mutter, okay, schau mal, es ist gut, dass er Nein gesagt hat, weil wenn ich auf dem Campingplatz leben will, dann sollte ich machen, was er sagt. Wenn ich es nicht will, sollte ich es nicht tun. So, das ist crazy. Das ist absolut crazy. So, das heißt, ihr alle habt wahrscheinlich Menschen, die, wenn ihr das Ganze startet, euch sagen, hey, hier macht das Ganze nicht. So, aber sind die Menschen an dem Punkt, wo ihr auch sein wollt? So, ich habe noch nie eine Person, die mich absolut inspiriert hat, sagen hören, macht das nicht. Ich habe noch nie eine Person, von dessen Rat ich gewünscht hätte, sagen, lass das Ganze. Ich habe noch nie eine Person, wo ich gemerkt, okay, krass, ich will von ihr lernen, sagen, du kannst das nicht. Das ist crazy, weil es verrückt. Alle Leute, die mich inspirieren, die mich vom Herzen bewegen, die mich an mein Ziel bringen,
sind die Leute, die mir sagen, mach es. Egal wie dumm die Idee ist, auch wenn es vielleicht nicht die schlauste ist, sagen, mach es. Wieso? Weil sie verstanden haben, erstens sollst du immer aus Fehlern lernen, du sollst machen, du sollst lernen und vor allem auch wachsen. Und das ist crazy. Das heißt, hör auf keinen Fall auf Menschen, die sagen, du kannst es nicht, egal wie groß das Ganze ist. So, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte heute einen Punkt, wo ich einfach zum ersten Mal in meinem Leben richtig realisiert habe, it's so easy to be an entrepreneur. Ich habe mit John in Dresden ein bisschen gelabert und wir haben gecheckt, hey, schau mal, wären wir 2020 mit dem Mindset, das wir jetzt hätten, so rangegangen in die ganze Welt, so in diese Corona-Krise, wären absolut rich gewesen. So, also wir sind in sehr schwierigen Zeiten und 95% der Menschen haben Angst. Crazy, okay, das ist gut. Sollst du Angst haben, wenn 95% der Menschen machen? Nein, sollst du nicht. So, ich sage ganz ehrlich, ja, wir sind in schweren Zeiten. Wir sind in einer Zeit, wo wir gefährdet sind, vielleicht sogar von einer Hyperinflation. So, ich bin jetzt kein Experte, aber wir sind auf jeden Fall in Zeit, wo alles sehr viel teurer wird, aber 95% der Menschen haben Angst. Sollte ich Angst haben? Ich glaube nicht. So, weil ich weiß, dass es Chancen gibt und es ist crazy. Wenn in diesen Zeiten mit den richtigen Mindset rangeht, es gibt so viele Chancen in dem Ganzen, dass ich ganz ehrlich so, ich habe letzte Woche, glaube ich, 3 TikToks am Tag gepostet und ich habe, glaube ich, über 20.000 Views gemacht. Ich habe 25.000 Views gemacht. Ich habe davor gar nichts gemacht. Ich habe nichts promoted. So, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe 25.000 Views. Und ich habe, glaube ich, gehört, ab 100.000 Views kannst du das Ganze irgendwie promoten, Geld damit verdienen. So, wir sind in Zeiten, es war never so easy, um Entrepreneur zu werden, um Geld zu machen, online, in verschiedenen Welten. Es ist so geil. Es ist so geil und die meisten Leute, die checken das nicht. Wieso? Sie haben Angst. So, das heißt, ich gehe auf jeden Fall in den Punkt, wo du schaust, okay, was? Wie fühlen sich gerade 95% der Menschen? Mach genau das Gegenteil. Das ist sehr, sehr wichtig. Und eine Sache, die ich gecheckt habe, okay, schau mal, es ist ein Gesetz des Universums, 95,5. Sowieso, deine Umstände, deine Realität, in der du gerade bist, sind nur 5%. Aber 95% ist deine Reaktion. 95,5. So, das heißt, das, was du finden musst in deiner Welt, was sind die 5%, die 95% meiner Ergebnisse ausmachen? Das solltest du finden. Und genau das Ganze umsetzen, weil es so easy, so mit dem kleinsten Aufwand kriegst du auch die meisten Ergebnisse. So, das heißt, finde diese 5%. Und eine Sache, die ich gecheckt habe, 95%, just showing up. Aufmerksam sein. So Notizen machen. Er ist krass, so mein Mentor hat mir damals gesagt, schau mal, wenn da irgendwer in einem Raum ist, irgendwer auf einen Call, der mehr Geld verdient als du, dann hältst du deine Fresse und machst Notizen. So, das ist crazy. So, weil auf jedem Event, so auf Leadership-Treffen, was siehst du, 95%, die machen Späße, lachen rum, reden mit irgendwem, dann, das ist crazy so. Sowieso, da ist eine Person, die Ergebnisse, die du willst, die verdient mehr Geld als du. Was machst du, du redest? Du machst keine Notizen, du lachst herum. So, wieso? Broke people. Nicht broke wegen dem Geld, sondern während deren Mindset werden sie broke bleiben. Wieso? Weil sie nicht sich hinsetzen können, aufmerksam Notiz machen. Die einfachsten Dinge. Es ist crazy. So, das heißt, schau mal, Austin Gortz, die war in einem Event vorne. Die einzige Person, die mehr Geld verdient hat als er, war keine Ahnung, ich glaube, David Amnity vorne bei dem Event. Und er saß ganz vorne, hat sich Notizen gemacht. Und die Leute waren hinten, haben Witze gemacht, haben, keine Ahnung, draußen gelabert, sonstiges. Und haben nicht mehr zugehört. Und da war eine Person, die multiple Seven Figures verdient hat. Und sie hören nicht mehr zu. Das sind so einfache Dinge. Und ich sage ganz ehrlich so, hier ist no ego an der Stelle, aber wir sind BYOB, sind wir 400 Leute circa. So, wir sind, glaube ich, ich habe letztens nachgeschaut, wir sind 5, 6 P1 above. 5%, oder? Das heißt, wenn die 5% redet, so, dann bist du leise. Ich bin ein Niemand, aber es ist sehr wichtig. Ich habe verstanden, ich bin ein Niemand. So, das ist das Erste. Verstehe, dass du ein Niemand bist. Sowieso, was musst du tun? Empty your cup. So, wenn du lernen willst, wenn du weiter wachsen willst, leere erstmal das, was in dir drin ist. Leere deine Tasse, weil die meisten Menschen, du versuchst zum Weiter zu helfen, die sagen, ich weiß, ja, ich weiß das. Ja, Bro, wieso setzt dich nicht um? Das ist crazy. Deswegen verstehe erstmal, dass du gar nichts weißt. So, du musst es vorstellen, um hier weiter zu wachsen, um Ergebnis zu machen, was musst du machen? Du brauchst neuen Value, du musst dich neu füllen. Aber das geht nicht, wenn deine Tasse schon voll ist. Wenn deine Tasse schon voll ist mit den Sachen, die dir nicht weiterhelfen. So, wenn deine Tasse voll mit Scheiße ist, wirst du nicht wachsen können. So, genau. Deswegen, das Erste, was du machen musst, leere deine Tasse. So, schreib es einfach im Chat. Empty your cup. I'm ready to empty my cup. Schreib es in den Chat. Seid ihr ready, eure Tasse heute zu leeren oder wollt ihr es voll bleiben? Wollt ihr euer Ego hochhalten in dieser Tasse? Empty your cup. Safe.
Safe, safe. Sehe auf jeden Fall ein paar Leute sind ready, um teachable zu sein. Das ist great, weil es auf jeden Fall wichtig. Es ist wichtig, dass ihr heute absolut teachable seid, eure Tasse leert und ready für einen neuen Value seid. So, weil werdet ihr jetzt schon mit dem Value voll, der euch an eure Ziele bringt, dann werdet ihr schon da. Das heißt, es fehlt auf jeden Fall irgendwas. Das heißt, es ist auf jeden Fall nice, dass die Leute sind, die ready sind, ihre Tasse zu lernen. Und kurze Frage mal an die Leute ohne Cam. Könnt ihr mich so ernst nehmen? Würdet ihr hier zuhören? Würdet ihr 5 Minuten hier auf diesem Call bleiben, wenn ich so weiterrede, so monoton? So würdet ihr es machen? Würdet ihr weiter auf diesem Call bleiben, wenn ich meine Cam aushasse? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, du hast deinen Task gelernt. Du hast reingeschrieben, dass du ready bist, deinen Task zu lernen. Was ist Step 2? Umsetzen. Du hast deinen Task gelernt, du bist jetzt ready, deine Cam zu machen. So, wenn nicht, hast du absolutes Ego und kannst weg vom Call gehen. So, I'm gonna be honest. So, der einzige Grund, wieso du jetzt deine Cam nicht anmachen kannst, immer du bist am Auto fahren, okay, God bless you, komm safe nach Hause, so okay. Oder du bist gerade mit deinem Fam essen, so ich respektiere sowas, aber dann setz das nächste Mal nicht auf den Teamcall. So, genau. Aber deswegen, wenn es gibt eigentlich keine anderen Ausreden, sage ich mal, auch die Cam nicht anzumachen. So, selbst wenn du sagst, okay, ich mache Notizen in meinem Handy, mittlerweile gibt es die Fähigkeit, dass Zoom offen bleibt, wenn du Notizen in deinem Handy machst und du kannst trotzdem die Cam anlassen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig. Mach deine Cam an. So, das heißt, genau, easy. Ich sehe auf jeden Fall ein paar Cams genannt, sehr, sehr wichtig. Und ich bin ready, Leute. Ich bin absolut ready, weil es ist für mich kein normaler Teamcall oder sonstiges. Es ist Mentorship. Für mich ist es heute Mentorship. Und merkt ihr schon, was für ein Unterschied das macht? Von dem Wort her, von der Betonung, von der Schwingung, für Schwingung des Wortes. Es ist kein Teamcall. Wir treffen uns, lachen ein bisschen. Es ist Mentorship. Das ist crazy. So was für ein Gefühl es in euch auslöst. So, ihr seid absolut, sag ich mal, auch offener, den Value für euch aufzunehmen, oder? Mentorship, das ist crazy. So, eure Worte, deswegen meistert eure Worte. Eure Worte machen sehr, sehr viel aus, wie ihr euch fühlt, wie ihr actet, wie ihr die Sachen wahrnimmt. So, ich sage euch ganz ehrlich, ihr könnt in einer Frage ein Wort ändern und ihr könnt die Antwort, die ihr bekommt, verändern. Das heißt, eure Worte sind sehr, sehr wichtig in dem, wie ihr spricht. So, hört auf mit solchen Worten, ich kann nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich hasse das, so negative Worte, so ihr merkt safe an meiner Aussprache, weil so, wie negativ diese Worte sind, wenn ihr so redet. So, ich hasse das, das ist scheiße, so das ist ein komplett anderen Vibe, aber wenn ich sage, hey, das ist wundervoll, das ist schön, ich liebe das, das ist ein anderer Vibe, so ihr merkt direkt schon von allgemein von der Aussprache, von der Schwingung. Das heißt, seid an einem Punkt, wo ihr die guten Sachen besser betont. So ist es nicht gut, es ist perfekt, es ist wundervoll, es ist wunderschön. So ist es ein komplett anderer Vibe, aber es ist nicht scheiße, es ist kein Weltuntergang, es ist halt nicht so gut, So, deswegen schaut, dass ihr eure Worte meistert, so, weil wenn ihr eure Worte transferiert, werdet ihr automatisch eure Gefühle transferieren, wie ihr actet, so eure Attitude, so bestimmt sich zu 90% aus euren Worten. So meistert eure Worte, weil reine Worte kommen von einem reinen Herzen. So, es ist kein Wunder, wieso das Herz, wieso der nächste, sag ich mal, Sinnesorgan, das nächste Ausgang aus unserem Körper, nah an unserem Herzen ist. Er ist kein Zufall. Das heißt, so unser Mund ist das erste Tor vom Herzen weg. Sehr wichtig. Das heißt, ein reines Herz führt zu reinen Worten. Das heißt, schau, dass du anfängst, gut mit dir zu reden. So, für dich sollte es nicht unnormal sein, dass du sagst, hey, ich liebe mich selbst. I love myself. So, das sind wunderschöne Worte. Sei stolz darauf, dass du bist. Sei stolz auf dich selbst. Sei stolz. Keine Ahnung, fang an mit Affirmationen. Ich bin froh und dankbar, dass. Ich zähle. Das ist crazy. Fang an mit Affirmationen, weil die Worte, die du tagtäglich sagst, du wirst sie glauben. Das ist crazy, weil unser Kopf kann nicht unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Das heißt, wenn wir tagtäglich die Dinge sagen, auch wenn sie vielleicht jetzt noch nicht wahr sind, sie werden wahr werden. Das ist crazy. Das heißt, fang an, deine Worte richtig zu wählen. So, und das fängt, sag ich mal, an mit Bedachtsinn. So, weil du kannst nicht aus, oder wenn du immer emotional bist, handeln. Das heißt, ich sag mal, tu auch mal einen Step nach hinten. So, ich habe eine sehr, sehr interessante Sache mal beobachtet. So, ich beobachte allgemein gerne Menschen, so wie sie acten, wie sie reden. Und so, mal, ich sag mal, mein erster Mentor, also mal tatsächlich meine Ausbildung, mein erster Chef war für mich tatsächlich mein erster Mentor, weil der Typ war persönlich sogar krass drauf. Und ich habe am Anfang, als ich gestartet bin, in dieser Ausbildung gecheckt, okay, der Typ, ab und zu dauert er mal 3 Sekunden, um zu antworten. Aber wisst ihr, was krass ist? Der Typ hat seine Worte so mit Bedacht gewählt, dass seine Antwort einfach krass war. Und das ist eigentlich crazy, weil niemals emotional geantwortet hat. Also man hat gemerkt, seine Worte, seine Antwort, man immer perfekt gewählt. Seine Antwort, man immer perfekt gewählt. So.
Und deswegen schaut, dass ihr tut keine emotionalen, keine short-term emotions, keine kurzzeitigen Emotionen dazu führen lassen, langfristige Entscheidungen zu treffen, langfristige Brücken zu bauen. Das heißt, take doch mal einen Step zurück, wenn ihr gerade merkt, okay, ihr könnt jetzt vielleicht nicht die richtigen Worte nehmen. Wart doch mal ganz kurz. Wart mal 3 Sekunden lang, 2 Sekunden lang, um die richtigen Worte zu reden. So, das ist sehr, sehr wichtig, weil unsere Worte sehr viel shapen. So, wie wir uns fühlen, wie wir, sag ich mal, das Ganze umgehen und vor allem auch unsere Worte schwingen. So, ihr habt es am Anfang gehört, ich habe es am Anfang gesagt, ich sag mal, positive Worte wie Liebe schwingen viel, viel höher als Hass. So, erstens, in unserem Kopf kommt es anders an und zum anderen ist die Schwingung tatsächlich unterschiedlich. Und es ist crazy, weil dein Wortschatz sehr viel ausmacht, wie deine Realität. Es gibt tatsächlich in Amerika Indianerstämme, da gibt es das Wort Lüge gar nicht. In diesem Wortschatz gibt es das Wort Lüge nicht. Er ist verrückt. Sowieso? Die brauchen es nicht einfach nicht. Sie brauchen dieses Wort Lüge nicht. Wieso? In deren Stamm gibt es es einfach nicht. Die lügen sich nicht an. Es gibt teilweise in irgendwelchen fernöstlichen Kulturen das Wort Hass, Negativität nicht. Wieso? Sie brauchen es nicht. Sie brauchen es nicht. So, wenn du Worte aus deinem Leben entfernst, bestimmt, dann lässt du Sachen nicht in dein Leben rein. So, wenn du negative Worte aus deinem Leben entfernst, Beleidigung, dann lässt es nicht in dein Leben rein. Deswegen reinige deinen Wortschatz. Das ist Step 1, um unser Leben, sag ich mal, richtig zu formen. So. Und dadurch wird sich eine wichtige Sache zwar ausbilden, und zwar unsere Attitude. Und bin ich Host? So viel bin ich Host? Das ist safe, oder? Nein, kannst du mir kurz meinen Host geben? Ich will auf jeden Fall eine coole Sache zeigen. Kann es freigeben. Okay, perfekt. Yes. Kann ich einen Bildschirm teilen? Whiteboard. Genau. Zwar. So. Seht ihr nur dieses Whiteboard oder seht ihr meinen ganzen Bildschirm? Könntest du ganz kurz mal in den Chat reinschreiben? Also man sieht dein Whiteboard über deinem Bildschirm. Okay, verrückt. So sieht jetzt das ganze Whiteboard? Ja, safe. Also willst du, dass man das ganze Whiteboard sieht? Yes. Yes, das sieht man. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Genau, und zwar schreibe ich jetzt auf jeden Fall mal hier ein Wort hin. Und zwar, wow, das ist crazy. Weil wenn diese Buchstaben zusammenzählen, ich bin tatsächlich nicht so organisiert, ich hab die Math nicht gemacht. Das heißt, ich kann es nicht zusammenzählen. Aber wir können so viele Worte reinzählen, die können gerne zählen, aber wenn wir Liebe, wenn wir Success, so wenn wir alle diese Worte, diese positiven Worte zusammenzählen, so die also zum Beispiel A wäre zum Beispiel 1, also A wäre 1, B wäre 2, C wäre die 3. So, wenn wir diese Buchstaben sozusagen zusammenzählen, wäre das einzige Wort, was 100 ergibt, Attitude. Das ist crazy. Das heißt, was ist dieser Key? Viele Leute sagen immer, okay, was ist der Key zu Erfolg? So, Olli, sag mal dein Top-Nugget, Attitude. Und es ist crazy, weil viele Leute, wenn sie an Attitude denken, sie denken immer so an diesen absoluten Alpha. Sie denken immer, okay, hier diese eine Person, aber mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, jeder hat seine eigene Attitude. So, die Attitude von Yasin ist nicht die same von einem Jakob zum Beispiel. Das sind zwei different Dinge, aber es ist keine Wertung in Sachen gut oder schlecht. Jeder hat seine eigene Attitude. Das heißt, was du machen musst, finde deine eigene Attitude. So, und das geht darum, sag ich mal, dass du dich wirklich hinsetzt und dich fragst, was für eine Person will ich sein? Was inspiriert mich im Leben? Was inspiriert mich, für eine Person zu sein? Wie will ich reagieren? So, visualisier das mal. Wie ist die perfekte Version von dir? So, wie ist die perfekte Version von dir drauf? Wie würde sie handeln? Wie würde sie auf gewisse Ereignisse reagieren? Wie würde sie sprechen mit Menschen? Wie würde sie persönlich ausschauen? So, wie kleidet sie sich? So, und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich bin nicht ganz ehrlich, so ist wieder, ich glaube, tatsächlich 99% der Menschen, wenn nicht sogar 100% der Menschen hier, sind noch nicht an dem Punkt, wo sie sein wollen. Sei in jedem Bereich. So, es ist weitaus ein Fernsehen, aber in jedem Bereich. Ich rede nicht vom Allgemeinen, da sind wirklich 100% hier nicht. Aber 99% sind in jedem Bereich nicht an dem Punkt, wo sie sein sollen. Sei es physisch, sei es mental, sei es aber auch natürlich im Kleidungsstil, im Style, wie sie drauf sind, der Art, wie sie mit gestikulieren, wie sie sprechen. In keinem einzigen Bereich sind sie schon auf 100%. Es ist crazy. Das heißt, forme diese Person, die du sein willst. Und das wird sich alles summieren zu deiner Attitude. Wie willst du drauf sein? Wie willst du auf Sachen reagieren? So, und
erst crazy, weil es in dieses kleinste Detail geht. Selbst, was isst du frühst? So, was ist die perfekte Version von dir selbst zum Frühstück? So. So, in diesen kleinsten Dingen. So, und setz das Ganze um. So, weil je mehr kleine, ja genau, ich habe gewartet. Je mehr kleine Dinge du umsetzt, die zu deiner perfekten Version führen, desto mehr wird es dich abbilden. Du wirst merken, okay, du wirst nach vorne kommen. So, weil ich habe in den letzten Tagen sehr oft reflektiert, okay, oder sehr, sehr viele Mentorships gehört. Ich weiß nicht, ob die meisten von euch sollten es machen. Hört 30 Minuten am Tag oder am Ende des Tages immer ein Mentorship. So, post es auf Instagram in eure Teamgruppen 30 minutes a day. Sei es von Ilya, Success. Und ich habe sehr, sehr viele Mentorships gehört, sei es von früher von Ilya, von David, von vielen verschiedenen Chairmen. Und eine Sache ist mir aufgefallen: Veränderung. Alle diese Menschen haben über Veränderung geredet. Und es ist krass, weil ich gecheckt habe, verändere mich in jedem Bereich so krass, wie du es nur vorstellen kannst. Weil die meisten Menschen sagen immer, hey, zum Geburtstag sagen die immer so, ja, bleib wie du bist und sonstiges. Verändere dich bloß nicht, bleib wie du bist perfekt, aber du bist nicht perfekt. Auf keinen Fall bist du das. So, das heißt, verändere dich so viel, wie du nur kannst. Verändere dich so krass, wie du nur kannst. In jedem deinen Bereich. So, kauf neue Shirts. So, wenn du ein Punkt kaufst neue Shirts, so, es wird ändern, sag ich mal, wie du dich verhältst. So, sind diese die kleinsten Dinge. So, schau, dass du einfach anders wirst. Und du wirst merken, dass du dich veränderst. So, ich sage ganz ehrlich, ist crazy. Selbst ein anderer Arbeitsweg wird dich verändern. So Leute zum Beispiel, es gab mal Leute in einer Fabrik, und zwar die haben gearbeitet, dann Schichtarbeit, und der Chef hat das Licht dunkler gemacht. Was passiert mit den Leuten? Die sind effektiver geworden. Wieso? Veränderung. Das ist crazy. Und das heißt, die kleinste Veränderung, die du machst, die wird dir einen Boost geben. Wieso? Ist es nicht mehr gleich. Es ist nicht mehr diese Gewohnheit. Es ist nicht mehr dein Unterbewusstsein. Es ist einfach nur lenk, sondern du wirst merken, du wirst deinen Boost haben. Mit der kleinsten Veränderung. Das heißt, du sollst auf jeden Fall niemals aufhören, dich zu verändern. In deiner Persönlichkeit. 30 minutes a day. In deiner Physis. Sport machen. In deiner Optik. Kauf dir einfach mal eine neue Kette oder so, auch wenn nur 5 bis 10 Euro kostet. Aber du wirst merken, es wird dich anfühlen. Das heißt, verändere dich so viel, wie du kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das wird automatisch deine Attitude verändern. Und nächster Punkt war, weil das ist eine Sache, die ich früher viel zu oft gehört habe, mittlerweile viel zu selten. So, die alten hast du kennst auf jeden Fall. Aber schau mal, die meisten Leute haben es gar nicht verstanden. Aber schau mal, wir sind ein bisschen abgeweicht. Das ist crazy, aber die meisten Leute akzeptieren es mittlerweile, dass Leute am Wochenende unterwegs sind. Die meisten Leute akzeptieren es mittlerweile, dass ihre Teampartner mal saufen gehen, mal da auf den Geburtstag gehen. So, er ist okay, ist cool, er ist safe, ist cool, aber mein Mentor hat mir damals gesagt, schau mal, Olli, arbeite einfach 3 Jahre, wie keiner will, um danach zu leben, wie keiner kann. 3 Jahre, wie keiner will, um danach zu leben, wie keiner kann. Und die meisten Leute können sich das nicht vorstellen. Aber ich melde mal einfach, 3 Jahre Pain, so vor 3 Jahren war ich 19. So, ich, das ist crazy, so wäre ich jetzt, hätte ich mit 19 jeden Tag so durchgezogen, wie ich es aktuell mache. So, ich wäre free. So Leute, es gibt Leute, die sind wahrscheinlich 18 oder auch 19 oder 20 oder vielleicht ein bisschen älter, aber imagine, in 3 Jahren, du wirst dir danken. Du wirst dir hundertprozentig danken, dass du gearbeitet hast, wie keiner kann. Weil viele sagen, hey, Coach, schau mal, ich arbeite Vollzeit. So, okay, aber was hindert dich daran? So, du arbeitest 8 Stunden. So, was hindert dich daran, wenn du eine Stunde zu Hause bist, kannst essen, du kannst bis 23 Uhr durchgrinden. Das Einzige, der einzige Grund, meiner Meinung nach, Wieso du jetzt noch Netflix schauen willst, dich beruhigen, irgendwie mal einen ruhigen machen willst, irgendwie, keine Ahnung, hier damit saufen gehst, ist, weil du dich betäuben willst, weil du nicht genügend machst. Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, wieso du noch dieses Ausgleich brauchst, dieses Work-Life-Balance, dieses, hey, ich gehe feiern hier, ich mach das mal. Wieso? Weil ich betäuben muss, dass du nicht genügend machst. Und was ist die Lösung? Nicht noch mehr Ausgleich. Die Lösung ist mehr Hustle, mehr zu machen. So, ja, es ist safe, wichtig, Energy Refueling zu machen, aber Energy Refueling ist kein Netflix-Schauen. Energy Refueling ist nicht, mal saufen zu gehen. Ist es nicht. Es ist Sport zu machen. Es ist gute Ernährung. Die Dinge, die dir weiterhin gut tun, das tut deine Energy gut. Für keine Sauna für manche, so hier mal Entspannung zu tun, es tut vielen Menschen gut. Das ist eine Sache, die dir weiterhilft. Aber auf einer regelmäßigen Basis Sachen zu tun, die dir kurze Befriedigung geben, diesen kurzen Serotonin geben, ist nur eine Sache, die dir nicht dient. Ist nur eine Sache, um dich zu betäuben, damit du nicht checkst, dass du gerade nicht genügend tust. Um dich zu beruhigen, dass du checkst, okay, du kommst gerade gar nicht voran. Das heißt, was machst du? Du gehst nicht mehr feiern am Wochenende. So, ich sage ganz ehrlich, so
Ich könnte tatsächlich keinen Zeitpunkt nennen, weil ich das letzte Mal irgendwann Alkohol getrunken habe oder betrunken war. So, das ist crazy. Also ich könnte gar keinen Zeitpunkt nennen, letzte Zeit, in der ich irgendwie fein war. So, ich kann da gar keinen Zeitpunkt nennen. Wieso? Ich habe durchgezogen. So, seitdem ich am Start bin, weil ich gemerkt habe, schau mal, der einzige Grund, wieso ich jetzt sowas machen würde, wäre, um mich zu betäuben, dass gerade gar nicht läuft. So, aber wenn ich merke, okay, ich mache genügend, so, ich muss mich nicht betäuben, ich weiß, okay, die Ergebnisse werden automatisch kommen. So, das heißt, fangt an, wirklich die Dinge zu tun, zu verzichten. So, es gibt Sachen, auf die müsst ihr kurzzeitig verzichten. Das sind vielleicht eure Feiern, das sind vielleicht mal Geburtstage mit Familie, mit guten Freunden. So, das sind Sachen, auf die müsst ihr kurzzeitig verzichten. Das ist wichtig. Verzichtet auf die Dinge, die ihr kurzzeitig verzichten müsst. So ist es völlig normal. So, aber es gibt auch Dinge, die müsst ihr opfern. Und die meisten Menschen, die halten sich zu viele Türen offen. Aber es gibt Dinge in deinem Leben, die musst du richtig opfern. Also es gibt Menschen in deinem Leben, die tun dir nicht gut. Es gibt Menschen, die werden dich immer wieder anrufen. Hey, lass mal kiffen. Hey, lass mal saufen gehen. Hey, lass mal dies, das machen. Keine Ahnung, dich ablenken. Es gibt Menschen, die werden dir immer nur Negativität anreißen. Es gibt Menschen, die werden immer nur schlecht hinter deinem Rücken reden. So, und nur weil du in deiner Vergangenheit hängst, kannst du diese Türen nicht schließen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, diese Türen zu schließen. So, sei bereit, das zu opfern, was dir wehtut. So, ich sag mal, es gibt eine sehr wichtige oder sehr interessante Anekdote, und zwar ist es ein kleiner Elefant. Und zwar ein kleiner Elefant, der ist angebunden an so einen kleinen Baum. An einem Baum, und der kann nicht weg. So, und immer wenn er weitergeht mit seinem Fuß, es wird ihm wehtun. So, der hat noch ziemlich dünne Haut, es tut ihm absolut weh. So, das heißt, der Elefant lernt schon sehr klein, werde ich nicht, es wird wehtun. So, was wird passieren? Er wird wachsen, er wird wachsen, er wird wachsen. Irgendwann kann diesen Baum ausreißen. Aber was macht der Elefant nicht mehr? Sich dagegen wehren. Wieso? Er hat einfach gelernt, es tut weh, wenn du dich wehrst. So, das heißt, wenn du jetzt diese kleinen Türen nicht schließt, diese kleinen Dinge, die dich zurückhalten, was wird passieren, wenn deine Persönlichkeit wächst, lässt sich trotzdem noch hinterher immer noch limitieren von diesen Leuten. Selbst, schau mal, die meisten Leute sagen, okay, ich habe eine Freundin, die tut mir nicht gut, die sagt immer, hör auf mit diesem Business. Bro, selbst wenn du dieses Seven-Figure-Mindset hast und du hast noch immer diese Freundin in deinem Leben, sie wird dich limitieren. Die meisten Leute denken, schau mal, dass diese kleinen Dinge sie nicht aufhalten, aber die kleinsten Dinge, die dich jetzt aufhalten, werden dich selbst aufhalten, wenn du rich bist. Werden dich selbst aufhalten, wenn deine Persönlichkeit krass ist. Das heißt, was musst du jetzt machen in den kleinen Dingen? Entfernen. Entfernen diese kleinen Dinge. Schließ alle Türen. Es wird auch, es wird wehtun. Ich finde gar nicht, es wird vielleicht auch wehtun, aber entfernen diese Dinge, die dich zurückhalten. So. Und das ist die Sache, oder bei den meisten Menschen, wo ich merke, okay, die sind am Anfang motiviert, die ziehen einen Monat durch, ziehen vielleicht mal 2 Monate, ziehen auch mal 3 Monate durch, kriegen keine Ergebnisse, okay. Und wieso werden sie aufgeben? Wieso? Weil immer diese kleinen Dinge noch da sind. Weil diese kleinen Dinge noch da sind, die sie zurückhalten. Deswegen identifiziere in deinem Leben, wer diese kleinen Dinge sind, die dich zurückhalten, und schließe diese Tür. So, ich bin nicht ganz ehrlich, ich hab in der letzten Woche eine kleine Filterungsphase in meinem Leben gemacht. So. Und es ist crazy. Ich musste ein paar Menschen outcutten, so, aber es ist crazy, es war nötig. Es war nötig. Meine Energie fühlt sich so gut an wie noch nie. Wieso? Weil ich merke, okay, ich bin jetzt an diesem Punkt, wo ich in dieser Reine bin, in der ich sein muss. So, das heißt, ihr müsst gewisse Türen schließen. Er ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, schaut, dass ihr auf die Sachen verzichtet, auf diese kurzzeitige Verzicht verzichten muss, eure Familie, eure, sag ich mal, auch feiern gehen, ist für mich eher auch ein kurzfristiger Verzicht, weil wer Marvin kennt, der weiß auf jeden Fall, wie sein Leben ausschaut, der kann auf jeden Fall feiern, wie er will. So, und mir persönlich würde es mehr Spaß machen, jetzt so Marvins Lifestyle zu haben und da zu feiern, als jetzt irgendwie hier in Erlangen in einer kleinen Disco so feiern zu gehen. Es macht auf jeden Fall nicht so Spaß. Könnt trotzdem mal nach Erlangen kommen, ist trotzdem schön hier. So, aber auf jeden Fall nicht so die Sache, die mir jetzt auf jeden Fall Spaß machen würde. Aber das heißt, das sind die kurzzeitigen Dinge, auf die ihr verzichten müsst. Aber es gibt die Türen, die ihr schließen müsst. Schließt sie, so schnell wie möglich. Sowieso, was wird passieren, wenn ihr diese Türen schließt? Gott wird neu für euch aufmachen. Gott wird neue Türen für euch öffnen. So, weil erst, wenn alle Türen geschlossen sind, werden neue sich öffnen. So, und es ist immer so kitschig, ja, wenn Türen sich schließen, öffnen sich immer neue. Es ist voll dieser kitschige Spruch, aber es ist so. Es ist hundertprozentig so. Wenn du von deiner Hand aus die Türen schließt, Gott wird neue öffnen. So, weil ich sag mal, die Natur des Lebens, die Natur des Universums ist Wachstum, ist Vorankommen. So eine Blume aus natürlichem Weg wird sie wachsen. Wenn was? Sie Erde hat und Wasser. Das heißt, es ist natürlich zu wachsen, voranzukommen. Es ist einfach die Natur des Lebens. So, das heißt, was wird passieren, wenn du dafür sorgst, dass der Wachstum in dein Leben tritt, indem du gewisse Türen schließt? Es werden sich neue Türen
Türen öffnen. Es ist einfach ein natürliches Gesetz. Selbst wenn ich wollen würde, dass ihr das nicht so habt, ich kann nichts dagegen machen. So ist ein natürliches Gesetz. So, es werden sich neue Türen öffnen. Das ist sehr wichtig. Und deswegen lernt einfach diesen Verzicht zu meistern. So. Auch auf Sachen, die euch nicht weiterbringen. So, und genau. Deswegen, das, sag ich mal, so eine Basic Sachen, die auf jeden Fall umsetzen müssen, weil ich einfach gemerkt habe in letzter Zeit, okay, die Leute sind wieder weich geworden. So früher, wir hatten krass Menschen, keine Ahnung, ich habe mich teilweise am Anfang schlecht gefühlt. So, ich habe mich am Anfang schlecht gefühlt, weil die Leute so auf die Kacke gehaut haben. So mittlerweile so, es ist einfach dieses, sag ich mal, ich weiß, die meisten Leute haben vielleicht diesen Spruch schon mal gehört, so Hard Times create Hard Men, Hard Men create Easy Times, Easy Times create Weak Men. Weak men create hard times. Und genau immer so weiter. Das heißt, wir sind vielleicht gerade in einer guten Momentumphase. Wir sind in einer Phase, in der alles sehr gut läuft. So ist kein Fake, so ist kein Lüge, dass alles ganz gut läuft. So, was wird passieren? Wir werden vielleicht auch ein bisschen diese Weichlichkeit reinbekommen. Das heißt, wenn du vielleicht sogar an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, das war ein bisschen zu hart, keine Ahnung, irgendwas, lerne es einfach. Lerne einfach, sag ich mal, diese harte Haut zu entwickeln. Weil die meisten Leute vergessen, dass wir wirklich in einem Million-Dollar-Business sind. Das ist crazy. So, schau mal, die Leute, schau mal, ganz normal einen Job zu arbeiten, ist hart, oder? Das ist hart. So, ich weiß nicht, ob es die Leute gibt, die wirklich auf Lust haben, da wirklich meinen Respekt dafür. So, aber es gibt Leute, schau mal, und die meisten Leute checken so 9-5 zu arbeiten. Es ist hart. Es ist absolut hart. So, es macht keinen Spaß. So, aber die meisten Leute denken dann, okay, auf dem Weg zur Million wird es easy. So, das ist ein Million-Level-Business. Du denkst, es wird einfacher als dein Job? Denkst du, es ist einfacher? So auf keinen Fall. Und das ist halt der Grund, wieso die Leute quitten, wieso Leute keinen Kämmern haben, weil die denken, es wird einfacher, weil die Leute denken, viel von zu Hause ist, es schaut dir keiner auf die Finger. Also es ist einfacher hier zu versagen. In einem Job zu versagen ist nicht so schwer. Es ist schwerer. So, du hast einen Chef, der dir nahe steht, du hast Mitarbeiter, die für dich auch, sag ich mal, abhängig sind, aber hier zu versagen ist sehr einfach. Hier zu versagen ist sehr, sehr einfach. Und deswegen denken die Leute, es ist einfach. Aber es ist nicht einfach, weil du einfach sagen kannst, es ist schwer, weil du hier schwer gewinnen kannst. Aber wenn du diese Arbeit reinsteckst, ist es 100%ig wert. So, ich kann nicht sagen, keiner der Leute, die es geschafft hat, wird sagen, es war es nicht wert. Ich sehe die Leute auf tagtäglichen Basis, die diesen Erfolg haben, jeder sagt mir, es ist wert. Zieh einfach weiter durch. So. Genau. Deswegen, soweit auf jeden Fall zu mir. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine Ehre für mich, hier gespeakt zu haben. Aber eine Sache solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen. So, ihr werdet nicht vorankommen, wenn ihr nicht die Next Steps macht. So, ihr werdet nicht weiterkommen, wenn ihr nicht die Next Steps macht, wenn ihr das Ganze umsetzt. Wie gesagt, ihr habt am Anfang eure Tasse gefüllt. Ihr habt durch diese Value eure Tasse, ihr habt am Anfang eure Tasse leert, durch diese Value eure Tasse wieder gefüllt. Was passiert? Ihr müsst trinken. Ihr müsst trinken und es verinnerlichen. Sie müssen trinken und es ganz verinnerlichen. Auf einer tagtäglichen Basis. So diesen Value, den ihr braucht, trinken, 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 euch in euch inhalieren. Und was braucht ihr dazu? 30 Minutes a day. Ich habe es schon angesprochen. 30 Minutes a day. Lasst uns das wirklich bis Zürich durchziehen. Lasst uns bis Zürich jeden Tag 30 Minuten PD. Lasst in die Teamgruppe, lasst BOB full spam, dass ihr alle checken, pushing P ist, pushing personal development. So, dass wir checken, okay, wir sind die Leute, die meisten Personal Development Manager, und dass wir Stories machen, dass wir in Teamgruppen machen, dass wir Leute inspirieren, dass wir Leute auch fragen, hey, hast du heute 30 Minuten Matchup geschaut? So, dass wir Leute daran erinnern. So, das auf jeden Fall, und das vor allem bis Zürich, erstes Gas geben und vor allem bis Zürich am Start sind. So, lasst uns, ich habe mir das Ziel gesetzt, jeden Tag mindestens mit 3 Leuten über Zürich zu reden. Jeden Tag mit mindestens 3 Leuten über Zürich. Wieso? Weil ich weiß, wie krass das ist. Wir waren letzten Future Leader Calls von mir. Das war crazy, und zwar, ich habe das noch nie reflektiert, aber wir waren im Call und ich habe reingeschaut, ein bisschen über Barca geredet und gecheckt. Und ich wollte sagen, ey, die Leute, die in Barca waren, die verstehen, was ich meine. Und was mir auffällt, hey, da waren ja alle in Barca. Crazy. Da waren ja alle in Barca. So, ich muss gar nicht sagen, die in Barca waren, verstehen es. Und wieso, was daran das Krasse ist, was die meisten jetzt vielleicht gar nicht verstehen, aber meine Future Leader, meine Leader in meinem Team, waren alle in Barca. 6 months ago. Und es sind keine Menschen, die am Anfang schon Gas geben haben. Ich hatte einen Leader, der hat einen Schmutz gemacht, der war im Barca kiffen, der war hier immer weg von der Convention. Was für ihn? Weg. Broke. Weg. Weg aus AM. Sowieso, weil er es nicht ernst genommen hat. Deswegen lasst auf die Convention gehen, das Ganze ernst nehmen und Zürich nutzen. Das ist crazy. Deswegen so viel von mir. Und ich wünsche auf jeden Fall noch einen nice Abend. Lass auf jeden Fall durch, hast du noch 30 Minutes PD machen. Deswegen, ich würde sagen, ich gebe auf jeden Fall Sophie ihr Wort wieder und